Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem sehr lauten Hauptbahnhof. So. Das ist doch schon mal viel angenehmer gleich. Untertitel. Lass ich mal aus, weil ich meine, du spielst auf Deutsch. Das ist auch rein auf Deutsch. Rein. Schön, wenn man gerade getrunken hat und das R dann so rollt. Ich muss hier nochmal alles ein bisschen leiser machen, ansonsten böllert es mir die Ohren weg. Sprachchat? Achso, ja, es gibt ja einen Multiplayer, stimmt. Also, Untertitel aus. Multiplayer Extras, so Extras, Bonusinhalte, Botschaften. So, aber wir starten ein neues Spiel. Und ja, so insgesamt, hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer Runde Tomb Raider von 2013. Wie man sieht, habe ich bereits Tomb Raider 2013 gespielt. Ich habe mir relativ neulich, also schon mindestens ein halbes Jahr her, wenn nicht sogar noch länger, den Nachfolger gekauft, Rise of the Tomb Raider. Hab aber noch nicht gespielt und dachte mir so, okay, Rise of the Tomb Raider will ich unbedingt aufnehmen, aber ich finde, da sollte dann vorher der Vorgänger halt auf meinem Kanal kommen. Also nehme ich jetzt Tomb Raider von 2013 auf und ich hab mich schon länger darauf gefreut. Da kam hier Bayonetta dazwischen, dass ich dann ziemlich schnell durchgezogen habe und jetzt kommt endlich das angekündigte Tomb Raider. Viel Spaß, wir steigen ein. Achso, und wir spielen auf normal. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Nicht angepasst. Square Enix präsentiert. Alle Stimmen. Die immer noch ziemlich laut ist. Eine Produktion von. Ich
Crystal Dynamics. Heilige Scheiße, ist das laut. Aber es ist noch Cutscene, deswegen will ich nicht Escape drücken, um ins Menü zu kommen. Ist halt immer noch brutalst laut. Deswegen pegel ich alles noch ein Stück runter, in Hoffnung, dass es dann passt. Ich guck gleich mal nach der Aufnahme, ob es passt. Reyes! Hilfe! Runter! So. Ich muss runter! Ich weiß natürlich sofort, was zu tun ist. Ja, nicht, wir müssen uns erstmal anzünden. Müssen wir hier an den brennenden Pfeiler ran? Das wird jetzt wehtun. Das wird wehtun. Ich würde mal sagen, es brennt ganz schön. Oha. Nein. E. Warum liegt da so ein Stück Baustahl rum? Warum guckt es direkt nach oben? Oh Mädchen, wo bist du da nur reingeraten? Oh Gott, nein, nein, nein. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Zurück. Ich will ja nicht nochmal im Brett gesteckt werden. Nein, er muss mich gehört haben. Sondern der Schuss die Packung ausgeben. So, das ist im Prinzip wie das Adlerauge. Sag mal, muss ich den Zaun komplett ausmachen oder was? Das wird gleich knallen. Ich wollte euch schon mal vorwarnen, dass es jetzt eventuell laut werden kann. Links und rechts, links und rechts. Ich will dir nur helfen. Ja, ja. Ich will dir doch nur helfen. Als ob du Wichser. Komm zurück! Komm zurück! Ja, die brennende Fackel direkt unter das morsche Holz da. Oh, wie ich Quicktime-Events hasse, ne? Okay, hier ist mal Pan. Das hat ja schon beim Bayonetta-Spiel sehr Spaß gemacht. Ich find's cool, wie das Feuer hier so oben an den Steinen abläuft. Finden Sie eine Bildmaß? Einsatzziel wird besser. Drücken Sie hier. Ah, ne. Mehr Feuer. Zum Glück. So, mehr Feuer.
und zünde ich erstmal alles an, was geht. So, das Gerümpel hier wird erstmal aufgefangen. Wir dürfen halt nicht unter diese Wasserstrahlen hier durchlaufen. Zumindest nicht mit der Fackel in der Hand. Weil diese Fackel dann ausgeht. Das ist blockiert, das geht nicht. Das war ziemlicher Bullshit. Ja. Direkt beim Einstieg fail ich grandios. Ah, genau. Ah, genau. Und wir haben 250 EP erhalten. Und eine Höhle gesprengt. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man sich in dieser noch befindet. Oh Kacke, jetzt kommen auch nochmal richtig schöne Quick-Time-Events. Und wahrscheinlich auch gleich unser erster Tod. Nein. Die Todesanimationen im Tomb Raider sind übrigens auch sehr schön. Also ich habe selten so brutale Todesanimationen gesehen. Lass los, du Mistkerl! Warte. Kurt, erinnert der uns dran, um sag ich mal. Ach, Kacke. Ich verkacke Quicktimes halt zu häufig. Ich hab doch eh gedrückt. Scheiße. Ach Mann. Lass los, du Mistkerl! Ach, F muss ich drücken. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit eh gelesen. Oh Mann. Das kann ich so eigentlich nicht hochladen. Lass los, du Mistkerl! Babs. Die Wände kommen immer näher. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, schnell, schnell, schnell und hier hoch. Danke, dass die Zeit wirklich lang genug war, damit ich ausweichen konnte, weil ich zu blöd bin zum schnellen Lesen. Rechts. Wo hält die sich eigentlich an der Wand fest? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen. Wo hält die sich fest? Thank you.
liegt jetzt wieder an der Erdoberfläche. Und wir sollten schnellstens medizinische Versorgung ranschaffen. Weil wir haben da immer noch eine kleine Wunde in unserem Bauch, die behandelt werden will. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Okay. Ganz langsam. Oh, na, richtig gut. Oh nein, nicht gut. Sollte ich jemals über so einen Ast laufen müssen? Ich glaube, ich würde mich instinktiv hinlegen und auf allen Vieren rübergehen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Oder halt auf dem Bauch, oder kriege ich mich halt irgendwie an dem Ast festhalten. Das sieht aus wie ein alter Weltkriegsbomber. Achso, in Assassin's Creed werden ja die Absprungpunkte immer durch den Taubenschiss an der Hauskante gezeigt. Hier sind die Kletterpunkte ebenfalls weiß markiert. Oh Gott. Ich sollte Tomb Raider vielleicht nicht nachts aufnehmen, weil meine Aufmerksamkeit etwas beschränkt ist. Also das ist jetzt sozusagen das Tutorial, was wir spielen. Oh, so ein richtig schönes altes Wrack. Ich glaube, da konnte man später reintauchen. Also es ist schon ein Weilchen her, dass ich Tomb Raider gespielt habe. Ich glaube, das war 2015. 14 oder 15 habe ich das gespielt. Ach genau, ranspringen und dann nochmal springen. So war das. Sepp. Au. Funkgerät. Gab es hier noch irgendwas, was ich einstecken konnte? Nö. Gut. Ach stimmt, Rennen gibt es hier auch nicht. Oh fuck. Naja. Gut, rüberspringen ist nicht. Eher runterfallen. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten.
lass das nicht abbrechen. Wobei sie als Archäologin wissen müsste, wie man Feuer macht. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Doch, kannst du. Und das wirst du auch tun müssen. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Direkt mit einer Überlänge. Eigentlich wollte ich nur 20 Minuten machen, aber ja, die Cutscenes haben diesen Plan leider verworfen. Danke dafür. Ich versuch's halt immer im 20 bis 25 Minuten Rahmen zu halten. Lieber weniger als zu viel. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch. Bitte um Entschuldigung für diese lauten Parts. Ich kann die Cutscene-Musik leider nicht leiser machen. Ich werde halt gucken, dass ich das vielleicht im Schnitt dann eben bemerke und dann dementsprechend anpasse. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich höre mich mal... Ah, so, jetzt höre ich wieder endlich mich selber. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.